So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Das müsste Folge 222 sein. Ich grubber nur noch ganz schnell das Feld hier fertig. Und dann können wir uns erstmal wieder ein paar Aufträgen der Nachbarschaft oder in der Nachbarschaft kümmern. Unser neuer Grubber ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Läuft gut, der Traktor kann den auch gut ziehen. Die Farbe vom Traktor gefällt mir mittlerweile nicht mehr so. Deshalb werde ich den wahrscheinlich bald umlackieren. Ja. Sonst weiß ich gerade nicht, was ich noch sagen soll. Hier auf das Feld will ich dann, glaube, Weizen anpflanzen. Wenn das irgendwie noch interessant ist, dass wir dann mal wieder ein bisschen Stroh ernten können. Prozent haben wir. So. Einmal hoch und dann hoffentlich nur einmal runter. Nicht ganz, oder? Ja. Hier reicht's dann, aber die kleine Ecke machen wir noch. So. Schwupps. Gib Gas. Dann bestellen wir direkt einen Helfer, der hier ansehen kann. So. Hoch das Ding. Wir stellen uns mal kurz hier an den Rand. 99% kultiviert, passt. Erbsen. Hier. Ansehen von Weizen, bitte. So, dann bringen wir mal schnell den Traktor zurück. Der Helfer wird jetzt jeden Moment irgendwo hier hinten. Da hinten kommt er schon. Mit dem Traktor. Und Saatmaschine hat er auch mit. Gut. Unser Traktor muss unbedingt gewaschen werden. Und dann geht's mit Aufträgen weiter. Oh, hier ist gerade Toni. Na ja, gut, der Pickup steht eh da. So, wir fahren mal die Abkürzung hier wieder über diese Ecke. Und den Traktor werden wir umlackieren. Schönes Grün wieder mal. So. Rein da, tanken, waschen. Umlackieren. So. Mal
gucken. Nein, das war's noch nicht. Auch noch nicht. Ich will den Grupper noch mal kurz schauen. Den Grupper könnte ich auch umlackieren, aber ich glaube, den waschen wir nur. So, Rückwärtsgang. Den stellen wir hier ab. Aussteigen. Traktor lassen wir noch dran. Wo ist Hanna? Hanna ist bei den Hühnern. Gut, dann springen wir mal schnell hier rüber. Hallo, Hanna. Hallo, Liebling. Guten Morgen, Schatz. So, erstmal ein paar Komplimente machen. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Schatz. Danke. So, dann geht's weiter. Hallo, Liebling. Guten Morgen, Schatz. Nächstes fettes Kompliment. Du siehst heute so hübsch aus. Schön zu hören, danke dir. Nicht nur heute, immer. Er Hallo, scheint mich Schnuckelchen. sehr zu mögen. Hallo, Hallo, Liebling. Schnuckelchen. So, brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Und so, ich bin auf Ich dem bin auf Weg dem zur Weg zur Arbeit. Arbeit. Genieß den Tag. Auf Wiedersehen, Schatz. So, ja, dann bis später. Wir springen aber jetzt zum Pickup. Geht einfach schneller. So, Toni, jetzt dein Auftrag. Wo steckst du? Da hinten im Hühnerstall. Hast du, Toni? Kollege? Hi. Guten Morgen. Du steckst deiner Klappe fest. Ich suche Ich Arbeit. bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Was denkst du? 1140. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Perfekt. So. Diese schöne Scheune. Die sieht doch gut aus. Hast du denn gegen diese Scheune? Elektroanlage sieht gut aus. Gut, diese Tür ist ein bisschen. Pam. So. Und das war auch schon alles, was wir hier machen können. Gut, fertig. Hi, Clara. Danke. Hier ist etwas für dich. Yeah. Geld. Und unsere Nachbarn haben unseren schönen Garten gesehen mit den blühenden Blumen. Gab auch noch mal ein paar Sozialpunkte. So, gut, dann Transportmission da unten. Boah. Wir machen erstmal hier hin. So. Das müsste der Hof am Baumarkt sein. Das müssten wir relativ schnell hinfahren können. Da. Am Baumarkt. Da fahren wir hier durch. So. So, ist euer Tor offen? Jawohl. Sascha. Aussteigen. Sascha, was gibt's? Hab gehört, du hast Arbeit für mich. Guten Tag. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen Kann behilflich ich Ihnen sein? behilflich sein?
Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Oh ja, sehr gern. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Karte schauen. Jawohl. Aussteigen. Und wo ist Steve? Da hinten. Steve? Ich bin wegen dem Paket hier. Hast du ein Paket? Sicher. Hier ist es. Danke. So. Dann können wir jetzt zurück zu Sascha springen. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Bitte sehr. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke sehr. Oh. Sascha, du hast aber ganz schön rote Augen. Was ist denn da los? Na gut, wir machen weiter. Nächste Transportmission hier in der Stadt. Dann erstmal wieder auf die Hauptstraße runter. Apropos, hatten wir schon alle Zimmer modernisiert gehabt? Mal ganz kurz hier ins Möbelgeschäft schauen. Office? Nein. Möbel. Möbelhaus. Küche, Bad. Wir haben alles. Okay, zurück. Ausgang. Alle Zimmer renoviert. Wow, der hätte beinahe einen Unfall gebaut. So, parken wir hier. Ja, einfach in der Prärie. So, aussteigen. Immer die gleiche Geschichte. Steve? Absolut. Kollege. Eines Tages guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Ja, klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, verrate mir, welcher Freund. Auch wieder da unten. Sehr gut. Ich hole jetzt ein Paket von Steve für Steve. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. So, Steve. Schauen wir nochmal da oben. Dein Name war auch Steve. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Ich hoffe, es wird sich eines Tages danke. Nach all dem. Hier ist etwas für dich. Okay, vielen Dank. Und zusätzlich bringen Schmerzen. So. Und jetzt haben wir noch einen weiten Weg darunter. Puh. Gott. Das erzählen Sie uns. Wie fahre ich denn da mal am besten? Hier lang. 2 Kilometer hier, das ist wahrscheinlich wieder angeboten, mit dem Bus irgendwie in diese Richtung zu fahren und dann zu laufen.
Hallo Kuh, geh von der Straße runter. Ja, sie ist zu gefährlich. Ein weiter Weg. Schon wieder so ein Drache. Ich glaube, wir sollten jetzt mal nach links abbiegen. Dann müssen wir uns wieder rechts halten. Da da, tiralala. Glaube hier noch nicht. Wir nehmen mal die nächste. Jo, die sieht gut aus. Diese Straße sieht gut aus. Okay, Moment. Der ist auf dem Feld. Hi, Sam. Hallo. Guten Morgen, mein Freund. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, bitte nochmal Steve und... Jawohl. Steve? Ich bin wegen dem Paket hier. Hast du noch ein Paket? Hier ist es. So, fantastisch. Super viele Pakete. Sam, warte doch mal. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Vielen Dank. So. Dann würde ich sagen, Pick up. Den lasse ich hier stehen. Hier wird noch gesät. Das Güllefass.
da. Denn hier ist schon Dünger drauf, aber noch kein Dung. Deshalb werde ich mal schnell hier das Güllefass noch ankuppeln. Und in der nächsten Folge werden wir dann unser Feld hier ein bisschen düngern. Noch mit Gülle. Dann gucken wir noch schnell die Hofstatistiken an. Gewächshaus. Ernte. Sehr schön. Na gut, dann tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.